Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es stimmt ja, dass wir alle hier im Saal nach dem Aufdecken... Frau Bundeskanzlerin, das muss sich auch anderswo erledigen lassen. Interessiert das Thema offenbar wenig. Aber auch die Frau Bundeskanzlerin hat, wie wir alle, den Opfern und der deutschen Bevölkerung versprochen, dass wir alles tun wollen, dass sowas wie in den Jahren von 1998, 99 bis zum Jahr 2011 an Mord und Verbrechen geschehen ist, wovon vor allen Dingen eine Bevölkerungsgruppe besonders betroffen war, dass sowas nie wieder passiert. Und dieses Gesetz, was Sie jetzt hier vorlegen, ist kein Gesetz, was hilft, zu verhindern, dass sowas wieder passiert. Dieses Gesetz leidet unter ganz erheblichen Mängeln. Sie schreiben nur das jetzt im Gesetz auf, was schon vorher praktiziert worden ist und was so wenig genützt hat bei der Verfolgung des nationalsozialistischen Untergrunds. Ich will Ihnen zwei Beispiele sagen. Im Jahr 2006, nach den Morden in Nürnberg und München, ist vom Landeskriminalamt in Bayern ein Gutachten erstellt worden, bei dem festgestellt worden ist, dass der Täterkreis wahrscheinlich im Bereich der rechtsextremistischen Gewalttäter zu suchen ist. Die BAO seinerzeit, also die Ermittlungsgruppe in Bayern, hat sich an das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern gewandt und hat gebeten, alle Erkenntnisse über die rechte Szene, die möglicherweise gewaltbereiten, zu liefern. Sie haben zur Antwort bekommen, als erste Antwort: Wir können keine Informationen geben, dagegen spricht der Quellenschutz und dagegen spricht der Datenschutz. Und sie haben nichts gegeben. Erst nachdem mehrere weitere Versuche unternommen worden sind, unter anderem vom Vorsitzenden dieser Behörde, doch Informationen zu bekommen, hat die Ermittlungsgruppe mehr als ein halbes Jahr lang gewartet, bis sie Informationen bekommen hat in dieser Mordsache, mehr als ein halbes Jahr gewartet und hat dann auch nur Informationen bekommen, die lediglich allgemeine Daten über Rechtsextreme in Bayern gewesen waren. Weder was denen vorgeworfen wurde, noch wessen die verdächtig waren, noch weitere Hinweise. Wenn jetzt ein solcher Fall wieder passieren würde, würde nach diesem neuen Gesetz sich an dieser Lage nichts ändern, weil § 23 des Verfassungsschutzgesetzes, dass die Übergabe von Informationen vom Verfassungsschutz an die Polizeibehörden, also nicht an die Landesämter für Verfassungsschutz, sondern an die Polizeibehörden regelt, ist völlig unverändert geblieben. Und da steht drin, dass die Verfassungsschutzbehörden können Informationen geben, aber wenn überwiegende Sicherheitsinteressen angenommen werden, die dagegen stehen, dann brauchen sie keine zu geben. Das heißt, selbst in solchen Fällen, wo es um Mord und Totschlag geht, sind sie nicht verpflichtet, ihre Informationen, die zur Aufklärung von Morden helfen könnten, weiterzugeben. Ein solches Gesetz können Sie nicht verteidigen, Herr Binninger. Und Sie waren ja selber, Sie waren selber in der Anhörung dabei, als Sachverständige gesagt haben, diese Regelung des § 23 Verfassungsschutzgesetz ist nicht nur völlig untauglich, sondern verfassungswidrig. Und Sie haben angekündigt, nachdem Sie Kontakt mit der Kollegin Högel aufgenommen haben, dass man da was ändern wolle. Ich habe dann in Ihren Änderungsantrag reingeguckt und habe davon nichts gesehen. Nein, § 23 steht da nicht drin. Ich sage Ihnen, in den vielen Fällen, in denen der Verfassungsschutz
versagt hat, ist hier keine Abhilfe durch dieses Gesetz geleistet worden. Und nun komme ich zu der V-Leute-Problematik. Es ist ja hier mehrfach darauf hingewiesen, dass V-Leute eine ganz besondere Rolle spielen. V-Leute im rechtsextremen Bereich bleiben Rechtsextreme. Rassisten, Neonazis bleiben Rassisten und Neonazis. Und die Erfahrung zeigt, gerade auch die Erfahrung dieses Untersuchungsausschusses zeigt, dass sie vieles melden und immer Neues sich einfallen lassen, weil sie ja danach bezahlt werden, wie viel sie melden, wie hoch das Meldeaufkommen ist. Aber was sie nie getan haben, in keinem einzigen Fall getan haben, klar ihre Informationen über Kameraden freigegeben haben, Kameraden jetzt in Anführungsstrichen, dass die hätten erwischt werden können. Das bezog sich bei einzelnen dieser V-Leute sogar auf dieses NSU-Trio im Untergrund. Weil V-Leute, das wissen Sie auch, Frau Högel, das haben wir rausbekommen, V-Leute verfügten über Informationen. Sie haben sogar dabei geholfen, dieses NSU-Trio am Anfang unterzubringen in Sachsen. Sie haben ihm, waren bei der Wohnungsbeschaffung dabei. Das heißt, sie haben nicht nur ihre Leute nicht verraten, sondern sie haben sogar die Leute im Untergrund, die gefährlichen Leute im Untergrund unterstützt. Und daran wird sich in Zukunft nicht ändern. Anstelle, dass sie erstmal eine Untersuchung machen, eine Evaluierung durchführen, hat der Einsatz von Verfassungsschutz-V-Leuten mehr Nutzen als Schaden erbracht. Gehen Sie hin und sagen, wir brauchen die V-Leute auf jeden Fall weiter. Ich sage Ihnen, wenn Sie eine solche Analyse gemacht hätten, würden Sie feststellen, dass diese V-Leute mehr Schaden angerichtet haben, als sie der Strafverfolgung genützt haben oder bei der Entdeckung und Aufdeckung dieses NSU-Trios. Und jetzt komme ich zu den einzelnen Punkten noch bei den V-Leuten. Also da findet sich tatsächlich ja so ein Satz, dass sie nicht ihren Lebensunterhalt allein von dem Lohn durch den Staat bestreiten dürfen. Nun frage ich mal ganz zynisch, Herr Binninger, für was sollen Sie eigentlich das Geld, für was sollen Sie das Geld ausgeben, wenn nicht für Ihren Unterhalt? Sollen Sie das, was Timo Brandt immer wieder bekannt hat, davon die Bewegung unterstützen, wie die das nennen? Sollen sie die Rechtsextremen, zum Beispiel den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes, davon finanzieren, wie Timo Brandt das gemacht hat? Dazu steht nichts davon drin. Was machen die mit den 100.000, die sie bekommen haben zum Teil? Was sollen sie damit machen? Was ist denn Ihre Auffassung dazu? Sie dürfen den nicht aufbauen, aber sie dürfen den unterstützen. Und wo ist da die Grenze? Also, das ist eine völlig unzulängliche Regelung. Und genauso ist es mit der Frage, die ja hier mehrfach diskutiert worden ist, die wir ja auch in anderen Sitzungen schon gehabt haben. Wenn V-Leute beschäftigt werden und V-Leute während ihrer Beschäftigung erhebliche Straftaten begehen, sollen sie grundsätzlich abgeschaltet werden. Aber der Präsident, der Vizepräsident können Ausnahmen davon zulassen. Da haben Sie zunächst Ausnahmen ohne jede Grenze nach oben gehabt. Jetzt haben Sie reingeschrieben ins Gesetz, § 211 und 212, solche Straftaten dürfen nicht vorliegen. Aber Sie dürfen, und das habe ich vorhin ja schon gesagt, Sie dürfen beispielsweise eine Körperverletzung mit Todesfolge, einen schweren Raub, eine schwere Erpressung, eine Entführung, Sexualdelikte, also Timo Brandt, der jetzt ja wegen anderer Sachen im Gefängnis sitzt, der könnte theoretisch weiter beschäftigt werden, wenn er noch beschäftigt würde. Nein, oder wenn eine lebenslängliche Freiheitsstrafe allein angedroht ist, dann darf eine Ausnahme gemacht werden. Das heißt, da ist nach oben keine ausreichende Grenze gesetzt und das kann nicht funktionieren und das kann auch nicht rechtsstaatlich sein. Und nun komme ich zu dem Argument, dass ja der Datenaustausch unter den Verfassungsschutzbehörden jetzt geregelt ist. Unter den Verfassungsschutzbehörden. Aber die entscheidenden Fehler, ich kann Ihnen ja
Hessen nennen, ich kann ihn Nordrhein-Westfalen nennen. Der entscheidende Fehler war doch, dass die Verfassungsschutzbehörden an die Polizei, an die Strafverfolgungsbehörden, an die Staatsanwaltschaft keine Informationen weitergegeben haben, dass sie nicht mal die Befragung von Zeugen zugelassen hatten aus dem Verfassungsschutz, etwa aus dem hessischen Verfassungsschutz, dass sie nicht mal die Befragung von V-Leuten zugelassen haben durch die Strafvermittlungsbehörden. Nein, wir bräuchten eine Regelung, wo ganz eindeutig drinsteht, dass immer dann, wenn schwerste Delikte aufzuklären sind, dass dann das Strafverfahren Vorrang hat, dass das Strafverfahren allein maßgeblich ist und dass alle Informationen, die der Verfassungsschutz hat, selbstverständlich den Strafverfolgungsbehörden zugeleitet werden. Eine solche Vorschrift, die müsste in § 23 des Verfassungsschutzgesetzes eingebaut werden. Deshalb lehnen wir dieses Gesetz so ab, weil wir leider weder Sie noch wir damit die Bevölkerung und schon gar nicht den besonders betroffenen Teil der Bevölkerung beruhigen können. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Nein, das sind wir nicht. Wir brauchen völlig neue Gedanken. Und ich fordere von Ihnen, das fortzusetzen, was wir im Untersuchungsausschuss praktiziert haben, dass Sie sich mit uns zusammensetzen und mal auch Sachen durchdenken und mit uns diskutieren, Alternativen zu solchen Art von Verfassungsschutz, Alternativen, wie wir sie in unserem Antrag und in unserem Entschließungsantrag angedeutet haben.